Hey ho, hier ist Herzhallo, willkommen zu einer neuen Folge Phasmophobia. Mit dabei das Deeper Creeper und der Conny alias der Peter. So. Guten Nacht. Erstmal machen wir den Teamspeak auf Stumm. Wir unterhalten uns jetzt wieder in-game über Voice. Microphone muted. Sound muted. So. So, alle bereit? Alle bereit? Alle bereit? Bereit, bereit. Sehr schön. Nein. Musst du vielleicht nochmal deine In-Game-Mikrofon testen. Ich glaube, da musst du das Spiel nochmal verlassen für. Aber warum das denn? Ja, ne, weil er das Mikrofon nicht getestet hat. So, dann wollen wir mal reinstarten. Ich habe einen Bug gefunden. So. Guck mal, jetzt haben wir eine durchschnittliche Sanity. So, ich baue mal eben die Kameras zusammen. Ach, wir haben jetzt doch. Wir haben ja doch hier. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das so ein Bug, weil du ja rausgegangen bist und die vorher hinzugefügt hattest, sind die jetzt doppelt drin. Ach, also mich stört's nicht. Auch mich auch nicht. So, ich nehme den EMF, ich nehme die Taschenlampe und eine Kamera. Ups. So, was müssen wir denn machen? Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Reinigen Sie den Bereich mit Räucherstäbchen. Stellen Sie die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Schöne Sache, hatten wir vorhin schon. Wir haben leider noch keinen, der kostet $100. Das ist mir zu teuer. So. Ja, ich hatte 172. Ja, aber du kannst dir den noch nicht kaufen, weil du das Level dafür noch nicht hast. Das Kreuz brauchen wir noch nicht. Du kannst ja mal die Kamera mitnehmen, Conny. Und das Buch. Was machst denn du da unten? Ach, du hast das Kreuz eingelegt. Okay. Taschenlampe hast du ja auch, ne? So, na dann los. Wie gesagt, wenn es ein neumodisches Haus ist, dann alle Schränke auf. Dass wir uns da drin notfalls verstecken können. Funk. Ich hab doch einen Funk. Ja, aber ab einer gewissen Brechweite hört man dich nicht mehr. Ja, ich müsste mal gucken. So, ich mach mal kurz hier Licht. Wer hat das Thermometer? Ich hab's. So, hier ist eine Schranktür, ich mach die schon mal auf. So. Also eine Kamera kann hier positioniert werden. Nein, die Aufgabe wurde entfernt. Mit dem neuen Patch. Weil die zu schwierig war. Aber wenn man dreckiges Wasser findet, kann man immer noch ein Foto machen, man kriegt dafür Geld. Wieso hast du dreckiges Wasser gefunden? Nee, aber ich habe hier gerade einen Wasserhahn vor mir. Ja, gut platziert, Conny. So, ich gehe mal mit dem EMF und du mit dem Thermometer, ne? Ach, wir haben noch gar nicht geguckt, ob der Geist alleine reagiert oder auf mehreren. Ich gehe mal eben gucken. Ich weiß nur, dass der Geist mit Garcia heißt. Ich geh noch mal gucken. So. Gehen wir mal in den Truck, ne? Kann mal einer im Wohnzimmer das Licht ausmachen? Können wir bitte erstmal aus dem Haus nochmal zurechtfinden?
Ja, so groß ist das ja nicht. Trotzdem müssen wir die Sanity nicht jetzt schon aufs Spiel setzen. Hast du den kalten Raum schon gefunden? Nein, ich suche. Nein. Ich komme mal wieder rein und guck nochmal mit dem MF durch. Achso, ich wollte gucken, ob alleine. So, der Geist reagiert nur auf allein und heißt Betty Garcia. Heißt die Aktivität war zwischendurch auf. Bis jetzt habe ich noch keinen kalten Raum gefunden. Und ich war, glaube ich, im gesamten Haus. Die Wasser hin auch mal wieder aus. Oh, hier. Heißt Aktivität 2. Punkte. Ich habe den Raum gefunden. Wo denn? Unten, gleich am Eingang, links rein, hier so ein blaues Zimmer. Hier. Der Raum. Hier war gerade neben der Frau. Naja, aber da heißt es auch nur, dass der. Naja, okay, hier ist es auch kalt. Gut. Ja, dann hol ich die Kamera. Ausschlag auf 5. Alles klar. Nee, warte. Doch, Ausschlag auf 5. Sehr gut. Nochmal, Ausschlag auf 5. Hab ich. Kamera ist positioniert. Ich hole die Infrarotlampe. Aber ich glaube, der Geist reagiert auf die Geisterbox. Theoretisch, er antwortet mir nicht. Aber wenn ich ihn frage, gib uns ein Zeichen oder bist du hier, reagiert er scheinbar auf das EMF-Gerät. Inwiefern? Naja, wenn das EMF-Gerät auf einen Punkt ist, dann, also wenn das EMF-Gerät auf einen Punkt ist, und ich die Geisterbox anmache und den Geist frage, bist du hier, gib uns ein Zeichen, dann schlägt das Ding entweder auf 5 aus oder es schlägt auf 3 aus. Ja. Also interagiert er sozusagen über die Talkbox mit dem Dings. Nee, kann gar nicht sein. Naja, doch. Es gibt die Sprachbefehle oder es gibt die Sprachanforderungen. Ich höre dich nicht mehr. Ja, ich mach Funk. Es gibt die Befehle, dass der Geist gewisse Geräte berührt oder etwas in der Gegend herumschmeißt. Handabdruck. Fingerabdrücke. Jo. Kann mir mal einer kurz die UV-Lampe abnehmen? Und mal eben bitte wieder ranhalten, dass ich Foto machen kann. So, kann mal bitte kurz jemand mit in den Raum kommen? Moment, wir wollen erstmal ein Foto davon machen. Licht aus. Ja, Moment. Ab. UV-Lampe kann dann wieder weggebracht werden. Eisiger Atem, aber es sind keine Minustemperaturen. Also es raucht hier drin. Dann haben wir Gefriertemperaturen, ganz einfach. Ja, Gefriertemperatur. Okay. Guck mal, was wir noch machen müssen. Okay, es ist ein Banshee. Ja, ist klar, aber wir müssen gucken, was wir noch für Aufgaben erledigen.
Aber kann mal bitte einer mit mir kurz ins Zimmer kommen? Ich möchte euch zeigen, dass er auf die Talkbox technisch recht. Ja, Moment. Okay, wir brauchen Kruzifix und Räucherstäbchen. Also das war ich jetzt nicht. Was? Hier ist Licht angegangen und das EMF-Gerät schlägt auf 2. Ja, wir sind beide im Auto. Du bist ja alleine. Conny, nimmst du mal hier noch die Kamera mit? Ich nehme noch das Feuerzeug und die Räucherstäbchen mit. Kruzifix und Kamera und die UV-Lampe kannst du hier lassen. Okay, die reagiert aber auch nur, wenn man allein ist, also bringt es nichts, du kannst uns das mit dem EMF nicht zeigen. Na, verdammt. Da wäre eine Kopfkamera ganz gut. Ja, ich räuche jetzt erstmal den Raum hier. Ja toll, jetzt antwortet er mir überhaupt nicht. Ja, weil er reagiert nur, wenn man alleine ist. Wir waren gerade zu dritt im Raum. Nee, weil du gerade Räucherdinger reingeworfen hast. Ja, weil wir haben doch alle Hinweise, was willst du denn jetzt mit der Geisterbox machen? Ja, ich fühle mich hier bei ihm nicht willkommen, aus dem einfachen Grund, weil er gerade etwas nach mir geworfen hat. Ja, aber nichtsdestotrotz beantworte mal meine Frage. Wir haben alle drei Hinweise gefunden. Dann brauchst du doch mit der Geisterbox jetzt nicht noch sinnlos was rumtummeln. Weil es nichts bringt. Du hast 66%. Es geht ums... Ja, toll. Es geht aber ums simple Prinzip, dass ich Recht habe. Und ich weiß, dass ich Recht habe. Warte. Du musst die andere Taste drücken. Gefriertemperaturen. Fingerabdrücke und Gefriertemperaturen. Aber du solltest dann vielleicht die andere Taste drücken, dass man dich auch hört über das Funk, also B. Ja. Wir hatten die teuersten Sachen dabei. Du hast die zwei Taschenlampen und so, ne? Und ich schmeiß mal das Kruzifix dahin. Alles abgelegt. So, ich war gut. Ich versuche jetzt den Geist hier zu... mit dem Kruzifix, keine Ahnung, was das ist. Conny, der Geist reagiert nur auf alleine. Ich werde ja mal beobachten, ob die Mission irgendwann Mission abgeschlossen wird. Wie heißt du nochmal? Betty Garcia. Betty Garcia. Bist du hier? Wurde die Mission schon mal abgeschlossen jetzt? Betty Garcia, zeig dich. Ich hab sie gesehen. Ja, aber wir sie nicht und auf der Kamera war auch nichts zu sehen. Oh. Und die Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Fuck mal, da muss ich ja nochmal rein. Ja. Alter, ich will nicht. Wir können's auch einfach darauf beruhen lassen. Ja, dann nehmen wir die nächste Mission an, würde ich sagen, oder?
ja. Voll immer wirklich keine Ausrüstung. Ja, ist auf jeden Fall ein Banshee, ist es ja. Na, dem können wir uns hundertprozentig sicher sein. Wenn es kein Banshee ist, dann raff ich aus. So, alle eingetragen? Ja. Auf geht's nach Hause! Oh, 40 Dollar. Welcome back. Oh, 30. Ich bin immer noch Level 5. Oh, ich bin Level 7. Audiosensor und Parabolmikrofon habe ich freigeschaltet. Ich habe nur 36 Dollar. Conny, wie viel Cola hast du jetzt? Hallo? Wie viel Cola hast du? Hört man mich? Jo, jo. Ja. Okay. Wie viel Cola hast du, Conny? Hallo? 77 Dollar. Okay, dann müssen wir weitersparen. Dann suchen wir uns einen neuen Job. Geht's mal bitte aus dem Bild? Danke. So, Teamgröße 2. Zweistöckiges Haus mit 4 Schlafzimmern. Was haben wir hier noch? Aber wir sind doch 3, nicht 2. Ja, oh, hier, Teamgröße 3. Missionsgebiet Mittel. Das ist eine Schule. Das ist mir zu groß, oder? Missionsgebiet, was steht denn da? Mittel. Ja, komm, mach zwei. Erstmal. Naja, Mittel ist so groß wie das Gefängnis. Ja. Das Gefängnis war nur Mittel? Ja, stimmt. Das war Mittel, ja. Stimmt, das steht hier Mittel, ja, ist richtig. Ja, dann nehme ich Roadhouse oder Farmhouse? Was nehmen wir? Farmhouse. Warum das Farmhouse? Naja, weil wir da weniger Fluchtmöglichkeiten haben und weil es da einen Dachboden gibt. Okay, also das Roadhouse. Ey, das Roadhouse hat auch einen Dachboden. So, alles hinzugefügt? Ja, warte, ich geh nur ganz schnell strollern und hol mir meine Süßigkeiten. Ach, musst ja auch noch auf Toilette, ich krieg die Krise. So, dann würde ich sagen, geh mal rein, bin bereit, ihr auch? Ja. Nee, ich habe auch noch keinen Joint geraucht. Okay. Ihr müsstet ja Conny noch auf Bereit drücken und dann geht los. Attacke! Geister, zieht euch warm an, jetzt kommen wir. Komm, lass mich rein. Lass mich in den Truck. Ist das denn schief? Ich will rein, lass mich rein. Warum lädt es denn bei mir immer so lange? Bin doch heute eigentlich ganz gut. Du jetzt nicht mehr. Verarsche. Ich will mal hier zurück. Ah, siehst du? Da droht man einmal mit Geld zurück und schon bist du drin. Erstmal die Kameras zusammenbauen. Warum stehst du eigentlich immer mitten in den Kameras? Kannst du mir das mal sagen? Weil ich sexy bin. So. Hindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, Sie heimzusuchen. Hat irgendwie noch nie funktioniert. Reinigen Sie den Bereich mit Räucherstäbchen und finden... Falsch, hat schon geklappt. Ja, wie denn? Wann denn? Bei mir, als er zu mir gekommen ist, abgebrochen ist und dich umgebracht hat. Da
hatten wir die Mission aber nicht. Aber es hat geklappt. Finden Sie Beweise für übernatürliche Ereignisse mit den EMF-Reader. Der Geist heißt George William und scheint nur auf Personen, die allein sind, zu antworten. So, ich nehme eine Taschenlampe und eine Kamera. Ich habe Taschenlampe und den Reader. Ja, dann nehme ich das Geisterbuch mit. Wer hat den Schlüssel? Nimmst du? Ich glaube ich. Weiß ich aber nicht. Einer muss noch die zweite Kamera nutzen. Los geht der Spaß. Scheint hatte ich den Schlüssel. Kurios. Ich hab die Kampfbombe selbst mitgenommen. Ja, das ist doch das Haus, wo wir beide vorhin verreckt sind, Conny, beim Testdurchlauf, oder? Conny? Das ist doch das Haus, wo wir beide verreckt sind beim Testdurchlauf, oder? Ja. Du verreckst fast in jedem Haus. Das stimmt nicht. Doch. Jemand hier? Wir hatten den EMF. Ich? Schmeiß mal hin, ich geh mal ein bisschen durch. Vielen Dank. Der Mann mit dem Thermometer, hat er schon einen kalten Raum gefunden? Nein. Okay, das Dieb hat mal wieder das Thermometer. Sicherung ist rausgesprungen. Na, ach nee. Aber wohl wieder zu viel Licht dann gemacht. Erzähl keinen Scheiß, Sherlock. Ja, die Toilette ist schon ein bisschen ranzig. Na, und die Familie ist auch erfüllt. Oh, einen ist dir mal aufgefallen, was die immer für hässliche Kuscheltiere hier haben? Ja. Wer übernimmt eigentlich die Sicherung? Ich nicht. Ich hab einen Knochen gefunden. Super, dann kannst du da aufkaufen. Ach, hier oben ist die Sicherung. Okay. Das war Zufall. Natürlich. Sicherung ist wieder drin. Merci. Hast du schon mal auf den Dachboden geguckt wegen Temperatur? Ich habe hier gerade Momente, wo ich 9 Grad habe, also Temperaturen unter. Ja, nein, wo? Ja, in einem Bad. Wie soll ich das beschreiben? Ja. Ist erstmal egal. Das unter 10 Grad ist auf jeden Fall kühl. Und da ist der Raum, wo die Geistaktivität ist. Es geht um die Beschreibung, wie ich den Raum am besten beschreibe. Also Conny hat mich schon gefunden. Das Bad da. Genau. Hier sind teilweise Temperaturen unter 10 Grad.
So, EMF ist platziert und Geisterbuch auch. Ich hole mal noch eine Kamera. Hab mich verlaufen. Conny, du musst die andere Taste nehmen, sonst hören wir dich nicht. Ich hab hier oben hier das, dieses Brett gefunden, ne? Oh, das Reacher-Brett? Ja. Bring mit. Bring mit. Ich komm. Wohin mitbringen? Wo soll ich denn tun? Ich würde sagen, am Eingangsbereich. Oder da, wo man sich schnell verstecken kann. Das wäre hier literally nirgendwo. Ja, irgendwo muss es da auch eine Ecke geben, wo man sich verstecken kann. Leg's einfach hier. Hier, lass uns hier machen. Hier am Kamin. Da kann man sich da hinter dem Kamin noch verstecken, notfalls. Genau, hier. Leg hin. Oder machen mit F? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Hab's noch nie gemacht. Muss man das nicht eigentlich in den Raum packen? Nein, ich glaube nicht. Oh, es funktioniert. Was hast du gedrückt? Die linke Taste, geh mal weg. Wo bist du? T. Upstairs. Ja. Er ist doch oben, oder nicht? Ja. Das obere Schlafzimmer. Okay, warum haben wir denn hier unten kalte Temperaturen? Na, der Geist kann auch einen manchmal veräppeln, glaube ich. Bis jetzt hat's eigentlich immer gestimmt. Mach nicht zu viel. Das blöde Ding ist kaputt. Ja, dann sucht das obere Schlafzimmer. Nancy! Aktivität auf 4. Ich hab hier gerade irgendwas. Ich glaube, ich hab hier gerade einen Jumpscare verpasst. Ich hab ihn gesehen, den Geist. Ach, dann hast du ihn. Wo? Oh. Und sie hat mich auch angesprochen. Mit Hey. Auf Geisterbox? Nee. Direkt. Bis zum oberen Geschoss, ja? Ich komme hoch mit dem EMF. Ich bin aus dem Raum gekommen, wo die Sicherung angemacht ist. Steeper, hörst du jetzt bitte auf, mit dem Reacher-Board zu spielen? Mann, man hat nicht oft die Gelegenheit mit sowas. Ja, und dann provozierst du den Geist dadurch, dann sind wir gleich alle tot. Hier aus dem Raum oder hier im Zimmer? Conny? Ich kann mit echt hier mehr entgegen. Hier in dem Raum, wo du jetzt stehst. Ja, ja. Bist ja, du hier? Ja, hier sind die Temperaturen kalt. Bist du hier? Er antwortet nur, wenn man allein ist, Conny. Warte, ich komm doch mal. Ich lasse dir mal eben hier das Geisterbuch noch da. Jo, das war sein Zeichen. So, Raum ist von meiner Seite aus her präpariert.
Wir müssen vielleicht mit der Sanity ein bisschen aufpassen. Was ist mit hier Kamera? Die Kamera steht in der Ecke, ist bereit im Raum. Achtung, Geist. Seid ihr jetzt beide verreckt? Conny, wenn du mich hörst, komm bitte aus dem Haus raus. Geisterorb. Komm mal an den Wagen, wir müssen Sanity-Pillen einmal einwerfen. Jeder eine. Weil du hast nämlich auch nur noch 27%. Siehst du, das kommt davon, wenn man so viel mit dem Reacher-Band rumspielt. Also, was haben wir gehabt hier? Geisterbox? Nee, ne? Nee, Geisterorb. Fingerglück haben wir nicht geguckt. Da guck ich jetzt, hab die UV-Lampe bei. UV-Lampe, warte mal, du nimmst die UV-Lampe, ich hab die Kamera dabei. Ja, Geisterorb ist auf jeden Fall. Ich werde hier mit Dosen beschmissen. Ah ja, okay, der Steeper beschmeißt uns mit einer Dose. Du bist jetzt nur Geisterorb. Conny, nimmst du mal bitte die UV-Lampe, die da unten liegt? So, warte, ich muss mal gucken. Habe ich jetzt die Kamera? Ich nehme mal das Kruzifix. Nee, du hast ja keine zwei freien Plätze, weil für die Räucherstäbchen brauchen wir das Feuerzeug. So, ich würde vor. Das Radio könnt ihr. Das Radio könnt ich doch offen lassen. Hab ich nur Hand frei. Nee, warte, komm einfach erstmal mit. Du gehst jetzt in den Raum, ich bleib hier unten. Du gehst jetzt in den Raum und guckst mal, ob da irgendwelche Fingerabdrücke zu sehen sind. Und machst die Sicherung mal bitte wieder an. Ja, Sicherung. Ja, warte, ich komme und fotografiere. Wo? Moment. Oh, doch die Henne. Ich auch. Interessant, obwohl er eigentlich nur reagiert, wenn man alleine ist. Wo ist diese scheiß Lichtschalter? Wir müssen auf unsere Sanity aufpassen, die geht ganz schön runter. Die geht ganz schön runter, unsere Sanity. Mal kurz zum Auto. So, und jetzt nimmst du dir. Warte mal, wir gucken mal, wer die höchste Sanity hat. Okay, Conny, UV-Lampe hier lassen, Räucherstäbchen und Feuerzeug mitnehmen. Ja. Und dann einmal den Raum räuchern. Feuerzeug liegt unten, Räucherstäbchen da. So. Im Grunde musst du nur die Räucherstäbchen ausgewählt haben, also in der Hand. Wenn du den Raum betrittst, einfach auf F drücken, ja? Okay.
Wir können ja zusammen gehen, eigentlich dürfte er dann. Ich hab das Kruzifix. Aber wenigstens noch eine Aufgabe erfüllt. Nee, komm. Wenn wir nicht sterben, verlieren wir auch nicht. Schmeiß die Räucherstäbchen rein. Einfach hinschmeißen. Hast du die Box noch dabei? Nee. Wir haben bis jetzt noch keine weiteren Beweise gefunden. Weder das EMF noch das Buch hat er geschrieben. Ja, wir gehen da mal kurz raus. Müssen wir mal gucken, wie wir uns am besten organisieren. Wir haben noch erst einen Beweis, zwei Beweise gefunden erst. Müssen wir mal gucken, welche Geister jetzt darauf zutreffen. Und dann können wir ja ausschließen, welches der dritte Beweis sein könnte. Dann können wir ja drauf gucken, ob wir da irgendwas machen können. So, Fingerabdrücke waren da. Poltergeist. Oh, es kann nur ein Poltergeist sein? Okay. Gibst du mir mal die Geisterbox? Die ist auf dem Boden. Komm mit. Nimm am besten die Kamera mit dafür. Hier, liegt hier im Regal. Ich will jetzt zwar nicht riskieren eigentlich, aber wenn wir zusammen gehen, so geht's vielleicht. Ich weiß ja auch nicht, wie das mit der Range ist. Wartest du am besten vor der Tür oder so? Bist du hier? Okay. Weg hier. Er hat mir geantwortet. Weg hier. Geisterbox ist der letzte Hinweis. So, wenn wir dann alle eingetragen haben, dann ab in den LKW und los geht's. Geisterbrücke und Geisterbox. Geisterbox. Jo. Kommen Sie rein, können Sie rausgehen. Poltergeist ist eingetragen. Jo, Poltergeist war schon noch den ersten beiden, aber ich wollte nochmal überprüfen. Auf geht's nach Hause! Eine geile Folge. Oh, guck mal an, $60. Oh. Knochenbeweis, Foto und drei von vier Aufgaben erfüllt. Also ich habe 115. Ja, du hast bestimmt noch deine Versicherung, weil du deinen ganzen Kack da verloren hast, weil du verreckt bist wahrscheinlich, oder? Verliert man wohl doch sein Zeug, wenn man stirbt. Vielleicht war das vorhin nur ein Fehler bei Conny oder so. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Zello. Tschüss.